So, wir sind jetzt also anscheinend Bratan, habe ich jetzt rausgehört. So, haben wir jetzt mal eine tolle andere Ausrüstung gekriegt, zum Beispiel 20 Praxiskits. Nee, wir haben ein Nuke-Virus, wir haben ein Bier und sonst gar nicht viel. Ohne Kraft zurück. Oh. Abbremsen auf 5. Und der erste Hilfekasten ist einmal offen. Was haben wir hier noch Schönes? Bewegen, zerbrechlich. Wie sehe ich jetzt aus? Wahrscheinlich so wie immer. Na? Ja, ziemlich. Auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade Drogen genommen. Na, das wollte ich zwar nicht, aber naja, dann habe ich das jetzt halt getan. So, es wurde gerade irgendeine Tür entriegelt. Warte auf Genehmigung zum Andocken. Ach, guck mal. So wären wir hier auch reingekommen. Ach, das ist die Ah, verstehe. Ja, wie hätte ich denn das? PDA? Bratan. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie noch am Leben. Gut. Sorgen Sie dafür, dass es so bleibt. Ich konnte nicht Ihre gesamte Ausrüstung beschaffen, aber dieser Ersatz dürfte genügen. Was Ihre Augmentierung angeht, müssten die Praxiskits dafür sorgen, dass Sie praktisch wieder wie neu sind. Oder zumindest fast. Ruhen Sie sich einen Moment aus oder vergeuden Sie keine Zeit. Unser Zeitplan ist sehr eng und es hängt viel davon ab, dass Sie überleben. Welche Praxiskits? Helipad für Startvorgang räumen. Praxiskits? Ich meine, ich habe noch nie eins frei rumliegen sehen bis jetzt. Oh. Munitionskoffer. Ah. Und, oh, Praxiskits. Verstehe. So. Was haben wir hier noch? Ach, na bitte, mit 7. Naja, 7 Punkte sind jetzt auch noch nicht so der Hammer, aber... Auf jeden Fall das Ladezeit ab... Nein, das habe ich getan. Ach nee, das ist ja das Richtige. Beschleunigt die Energieaufladung. Das hier ist... Genau, das hier brauchen wir. So, das Ladezeit-Upgrade ist für ihn total wichtig. Und dennoch das Haut-Upgrade, das Tarnsystem, das Gute. So, dann haben wir noch 2 Punkte. Und ich würde sagen, die setzen wir in das 2-Mann-Ausschaltsystem. All dieweil, ich glaube, das werde ich am ehesten brauchen. Alles andere ist eher Quatsch. Na gut, Heckenstufe 1 wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich das noch über wissen Heckenstufe 3 kriegen würde. Ja. Na gut, Leute, eins im Platt machen reicht ja nicht. Ich mache erstmal, ich erhöhe erstmal meine Heckfähigkeiten hier. Ich denke mal, das wird mich doch am meisten nach vorn bringen. So. Jetzt hätte ich beinahe diese Koffer hier übersehen. Man stelle sich das vor. Das hätte ich jetzt. Hätte ich hier nur die Hälfte gehabt. So, vor allen Dingen aber, was wir jetzt haben, ist eine Betäubungspistole. Das macht das Leben auf jeden Fall deutlich einfacher. Ich weiß übrigens nicht, warum ich kein Zielvisier habe. Ich habe einfach keins. So, ich muss diese Richtung. Na gut. Das macht es natürlich relativ einfach. Forward Cargo holt. Ah ja. Also irgendwie so mit der Ladungssicherung nehmen sie es ja nicht so richtig ernst, habe ich das Gefühl. Hier liegt ja alles kreuz und quer. Ich meine, das ist kein Flugzeug, wo alles ganz schnell hin und her fliegt, aber trotzdem. Unter Ausfall der Stasekapsel. Manueller Neustart der Lebenserhaltungssysteme der Stasekapsel erforderlich. Aha. Sauerstoffsättigung in Stasekapsel. Warnung, sofortiges Handeln auf euch. Da schreibt ihr mir eine Mail. Statuskapsel 73, Status kritisch unterbrochen. Die Hilfsreserve 18% Vitalfunktion, nur Kern. Blabla, extrem. Herzfrequenz. Insasse tot in Kürze. Empfehlung, sofortiger Anschluss an vollwertige Energieversorgung. Aha. Ein Behälter wurde beschädigt. Aha. Orion Instant Messaging Aktivierung. Dieses Gespräch wurde automatisch archiviert. Jordan Barber. Mann, hast du den lächerlichen Stuhl gesehen, den sie unten im Gefängnis aufgestellt haben? Benjamin Wade. Ja, ich war einer von denen, die ihn an Bord gebracht und installiert haben. Ha, du tust mir leid. Es war Burks Idee und vermutlich keine schlechte. Du weißt schon, dass dieser Rambo fast eine ganze Patrouille ausgelöscht hätte. Ganz allein. Und er wurde entwaffnet und war bewusstlos. Man hätte ihn einfach an die Wand ketten können, statt so viel Wind zu machen. Soll das ein Witz sein? Der Miskel ist vollgestopft mit AUX. Seine scheiß Arme verwandeln sich in Schwerter, um Gottes Willen. Wer weiß, was da noch alles unter der Haut hat. Stimmt. Sicher bist du bei so einem nur, wenn du ihn an einem EP-Generator festschnallst. Da der Stuhl. Burke ist nicht dumm. Glaubst du, er war alleine? Er könnte ein Kundschafter sein oder zu einem Stoßtrupp gehören. Der ist mit Sicherheit nicht alleine. Das würde keinen Sinn ergeben. Wer schickt einen Kommandosoldaten, der eine Milliarde wert ist, ohne Verstärkung los? Vielleicht ist er jetzt CIA oder wir kriegen bald einen riesen Ärger. Kann sein. Bleib jedenfalls wachsam. Ich muss wieder nach oben. Ja, bis später, Mann. Und bleib cool. Das schreiben die sich? Hi, Seng Su. Lagerbericht.
Die meisten von Ihnen wissen ja inzwischen, dass heute am frühen Abend ein noch nicht infizierter feindlicher Kommandant an Bord des Schiffs entdeckt, überwältigt und gefangen genommen wurde. Bislang ist unklar, wie, warum oder wann er an Bord gekommen ist, aber er war schwer bewaffnet und hat gut ausgebildet. Wir gehen davon aus, dass er im Auftrag einer größeren, ernsthaften Bedrohung handelt. Das bringt uns in eine überaus heikle Position, denn wir müssen jeden Schaden feststellen, potenziell oder bereits Erfolg, der den reibungslosen Ablauf unserer Operation gefährden könnte. Dieses Ereignis könnte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Während wir versuchen, weitere Details über Identität und Motivation des Gefangenen herauszufinden, wird eine vollständige und gründliche Untersuchung des Schiffes durchgeführt, um weitere mögliche Einflussnahmen oder nicht autorisierte Personen an Bord zu ermitteln. Oh Mann. Bis dahin sind alle Sicherheitsmaßnahmen aufgerufen, bis auf weiteres sind ihre Pflichten nachzugehen. Sicherheitseinheiten, oh Gott. Alles nicht unmittelbar benötigte Personal meldet sich umgehend mit ihren Papieren zur Identifizierung und Sicherheitsfreigabe in der Kantine. Wer dem nicht nachkommt, hat mit harten Maßnahmen zu rechnen, da ein derartiges Verhalten als verdächtig und oder ungesetzlich eingestuft wird. Diese Stimme hier im Hintergrund nervt total. Ich kann das gar nicht richtig vorlesen. Verdammte Piraten. Haben Sie von Clarks Überfall auf die Somalis von Neuguinea gehört? Ich habe vorher mit ihm gesprochen, der ist auch schon in den Nachrichten. Sie hat es Ihnen anscheinend gezeigt und ordentlich aufgeräumt. Die miese Ratte hat keine Chance. Hoffen sind sich jetzt nicht völlig entmutigt. Ich finde es ganz nett, hin und wieder etwas Action zu haben. Meine Finger kribbeln schon. Denken Sie, wir können sie dazu bringen, uns anzugreifen? Wie wäre es, wenn wir ein paar Miezen aus ihren Kühlschrank holen und sie im Bikini auf Decken rumspazieren lassen? Hahaha. Oh, Schnauze. Das ist das Lager. Wo ist denn jetzt Stasekapsel 73 und was ist da drinne? Ich glaube, ich muss hier lang. Wenn es nicht ein Grey ist, dann ist es eigentlich jetzt nicht so... Wie komme ich denn jetzt hier am schönsten runter? So. Das sieht aber auch wieder schön aus hier, wie das Licht hier reinscheint. Ach, schön. Wie hier in der Nähe muss das sein? Ja, irgendwie ist hier ein Container abgerutscht. Höre ich hier irgendwie raus. Oha. Oha. Ah, da ist er. Das ist die 73. Ja, kann ich die irgendwie reparieren oder aufmachen oder irgendwie mit der Ah ja. Neue Hissreserve, bla bla bla. Vital funktioniert nur Kern. Ja, schön. Kann ich die Person nicht einfach rausführen? Ach so. Ach so, na gut, die kann man nicht einfach rausführen, weil die sind ja in so ein. Das geht natürlich nicht so einfach. Wir brauchen jetzt anscheinend einen richtigen Energiekern. Wo kriegen wir den denn jetzt bitte schön her? Der ist natürlich wieder oben. Na. Warum müssen wir das tun? Wäre es gut, dass er mal... Ach nee, das ist ein Subziel. Verstehe. Haben die so eine Dinger noch fort? Was sagt denn das Missionslog dazu? Verschmerzbar bloß, ein herabgenannter Container hat ein Loch in den Boden des vorderen Frachtraums gerissen. Darunter ist ein Lager voller Kyrostase-Kapseln. Außerdem wurde der elektronische Server einer der Kapseln beschädigt. Wenn ich die Stromversorgung der Kapseln nicht wiederherstelle, hat die Person im Inneren nicht die geringste Chance. Ah ja. Oh, jetzt ist das Ding inaktiv. Ja, die mache ich doch. Ich war schon immer ganz so freundlich. So, wieder anstöpseln. Ja, das, Was? Ja, der braucht dann so ein Ding hier. Und das liegt da unten. Das ist ja schön. Wo kriegen wir jetzt ein neues Teil her? Ich denke mal noch, dass es hier irgendwie sicherlich ein Ersatzteillager gibt, wo man sowas eventuell rausfummeln kann, oder? Und das hier sieht nach Fahrstuhl aus. Ich fahre hier einfach mal in der Hoffnung, dass ich mich nicht zu weit entferne. Und damit die Mission direkt verliere, weil ich würde ja eigentlich doch recht gerne helfen. Mein Mann ist ja freundlich. Man kann mit diesen... Ach, oh. Warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht, mir den ganzen Weg runtergelaufen, wenn ich auch einfach Fahrschule hätte fahren können? Nee, halt, warte mal. Zurück, hier zurück. Ich ahne nämlich, dass ich da oben bereits hätte gerade irgend so einen lustigen Energiegenerator mitnehmen können, oder? Das ist ja wahrscheinlich kein Generator, sondern eher... Also ein Generator gibt es ja sowieso nicht. Meistens ist es ja, eigentlich ein Wandler, der irgendeine Energie chemisch, thermisch oder sonst wie geartet. Ein Behälter wurde beschädigt. Ja, schön, das... Mhm. Manueller Neustart der Lebenserhaltungssysteme der Stasekapsel erforderlich. Ja. Oh, fuck. Das ist natürlich eine coole Tür. Sauerstoffzufuhrsystem wird gestartet. Ja, toll, aber es fehlt ja irgendwie die Energie dafür, ne? Gut, also es ist ein One-Way-Fahrstuhl, wie auch immer sich das ausgedacht hat. Hat auf jeden Fall mein vollsten Applaus, muss ich sagen, weil es ist ja... Wer baut nicht gerne einen Fahrstuhl, der nur in eine Richtung funktioniert?
Ja. Wenn er immerhin ist hier unten niemand, das ist ja auch nicht schlimm. Wir können jetzt hier nicht irgendwie jemand anders ein Ding klauen. Das geht ja auch nicht. Tja. Ah ja. Kann man hier auch lesen? Ethnische Zugehörigkeit, Alter unter 20. Oh, Verbindung gering, mittellos, hier unten. Keine Informationen, was? Keine ID, keine Informationen, hier unten. Bla bla bla. Hinweis aufgegriffen, Soho amputiert, eventuell frühe Augmentierung, freiwillig. Maßnahme vollständige Untersuchung nach Ankunft erforderlich. Zustand stabil. Asien, Alter unbekannt. Kann ein Alter komplett unbekannt sein, man kann das ja immerhin einschätzen. Afro-Ägypter, bezahlter. Zusatzinformation, bezahlter Auftrag, Bezahlung bestätigt, ID bestätigt. Benio AJ. Der Name kommt mir gerade sehr bekannt vor. Keiner bekennt irgendeine Dokumentierung. Gesicherte Entführung. Entführung? Hm. Warum steht eine Entführung so in Dings? Herkunft Oze aus. Rick Reiner geboren. David. Okay. Bekanntes FSA. Hoher Echelon. Verantwortlich für Bombenmannschaften. Bisbane. Keiner. Okay. Was die hier für Leute haben? John Doe, Jane Doe. Aha. Hinweis, erhebliche Geldmengen in einem Person gefunden. Vorstellung untersuchen nach. Erhebliche Geldmengen. Keiner kennt man Augmentierung. Hinweis, frühe Augmentierung wurde möglicherweise entfernt. Fehlende Extremitäten, Bein, verdächtiges Narbengewebe. Maßnahme, vollständige Untersuchung nach Ankunft erforderlich. Besonders Augenmerk auf Glia-Gewebe aufgrund möglicher Entfernung von Augmentierung. Könnte Resultate verwälschen. Status stabil. Ja. Schön. Ich hätte gerne mal gewusst, was meine Person da irgendwie besonders ist, oder ob die einfach nur ein zufälliges Opfer ist. Wer sind die denn hier alles noch? So, kein bestätigter Verdacht auf soziale Schädelaugmentierung, beeinflusst mögliche Behandlung, EMP geschützt. Aha, EMP geschützt, interessant. Teiglo Bock. Aha. John Doe. Ja, größtenteils Frauen, ne? Schon wieder eine Frau. Prostituierte sie unten. Verdacht auf kriminelle Verbindung. Vollständige Untersuchung. Oh, warte mal, mir ahnt gerade, stimmt's, dass es wirklich alles nur Frauen sind? Ne, das ist ein John Doe, okay. Krimineller. Kennbar, augmentiert, Schwarzmarkt. Hinweis, auf hoher See aufgegriffen. Versuch an Bord vom BT-Schiff nach Hengstadt zu kommen. Durch Sicherheitsautomatik festgenommen. Wirklich dauerhafte Durchführung auf Ablenkungsmanöver. Maßnahme, schlage Ausschlachtung vor. Oh, nett. Alias Kolodi, Rose. Okay, Kinder. Verdacht auf gefälschte ID, aha. Ritzgrittel alias Kulodi, aha. Externe Spiegelokularimplantation, Funktion unbekannt. Spiegelokularimplantat. Distale Phalangalimplantate, Titan. Weitere vermutet. Maßnahmenvorstellung. Okay. Ja. Ist ja interessant, was wir alles für Leute haben, aber leider irgendwie so richtig übermäßig weiterführen tut das ja nicht, ne? Und ich bin ja. Also ich könnte mir natürlich jetzt gerne hier noch mehr durchlesen. Stark tätowiert, ist ja schön. Mögliches Gangmitglied, Wird zurückgeschickt? Ist ja nett. In ein Stück? Lebt? Pushen, mögliche Undercover-Agent in der lokalen Polizeibehörde? EU? Verbindung gering, hoch, Postil. Aha. Das ist ja interessant. Übergeben durch TS Hung. John Doe. Fabre, die Schmerzen. Bestätigt Verhör. Mögliche Aktion gegen Belltower-Truppen. Aha, verstehen so eine Quelle. Können im Terminal-Programm unmöglich machen. Transfer nach Omega. Rückgabe an Harvester. Teilnahme am Programm und Gehirnimplantat. Ich ahne ja, wofür die gut sind. Aber ich darf es nicht sagen, weil das hat dann wieder was mit der Hauptstory zu tun. Subjekt auf verlassene Insel aufgegriffen. Oh. Eventuelle Nachfahren von Schiffbrüchen, technologische Anachronismen gefunden, rudimentäres Kommunikationsgerät aus Samen von einheimischen Baum, verschiedene Werkzeuge aus Bambus. Das hört sich ein bisschen... Lexalis Branch, geboren, Alter und Gesundheitsbemühungen bestätigt, Familienrisikomittel. Bilder der Familie in ihrem Besitz gefunden, keine Arbeitsinitiative asiatisches Kindermädchen beschafft. Zahlung lassen auch guten Durchfluss in Entwicklungsländer schließen. Maßnahmen vollständig Untersuchungen muss überprüfen. Also ich ahne, wofür die gebraucht werden. Ich finde es nicht nett. Möglicherweise Systemverstärker, aha. Commander Burke will ihn vielleicht selbst verhören. Kales Anthony.
Aufgeregt in Alice Gardens. Oh. Noch eine Jane Doe. Voll schon völlig schwaches Beruhigungsmittel vor Stase verabreicht. Ah ja. Ja, das Ding hier ist jetzt ja nicht ganz so fit, der Rechner. Durch was wurde der. Ach. Wie hat es den denn nicht erwischt? Und warum ist das Ding da kaputt? Ja, und hier steht ja wieder nichts drauf. Hier steht ja nur der Fehlerbericht. Ja, Hauptenergieversorgung aktivieren. Hier sind mir ein paar Spaßbolle. Dafür bräuchte ich erstmal eine. Ich habe jetzt gerade sehr viel Zeit damit verbracht, hier die ganzen Dinger zu lesen, weil ich so viel interessant fand. Ne, hier waren wir schon drin. Hier gibt es nämlich noch leider nur den Fahrstuhl nach oben. Den wir jetzt, glaube ich, jetzt auch gleich nutzen werden. Einfach, um wieder zurückzulaufen und hoffen, dass ich den unseren dummen Energiekern vielleicht noch finde. Aber ich befürchte ja fast, dass wir den hier unten hinten irgendwo sehen müssen oder so. Und ich mich mal mit Blindheit geschlagen gegeben habe und leider das Ding nicht finden konnte. Wie das bei mir nun mal so ist. Ja, Fahrstuhl fand ich schon sehr interessant. Muss ich sagen. Könnte mir fast nichts Besseres vorstellen. Ja. Ein Behälter wurde beschädigt. Ja, ist ja schön, dass hier der Drohnenausfall der Stasekapsel. Ich glaube, ich laufe gerade sowieso in die falsche Richtung, ne? Was sagt denn die Karte dazu? Gott, oh Gott, oh Gott. Die Karte sagt, dass ich falsch laufe. Das ist richtig. Na super. Ja, Cargo Hold. Also, den muss ich hier doch hier runter, aber. Anscheinend doch nicht bis ganz runter, oder? Warte mal. Ah, ich Idiot. Ich komme hier natürlich auch nach oben. Na, vielleicht finden wir ja noch unsere Energiekapsel, denn bin ich ja durchaus bereit, Subjekt 73 zu retten. Wer auch immer das ist. Oh. Was kann man hier machen? Schönes. Gar nichts. Oh, das ist ja doof. Ach, Mann. Oh, man kann tatsächlich an Leitern ranspringen und E drücken und dann ist man genau da in der Luft, wo man gerade war. Ich hätte für einen Moment nicht gedacht, dass es geht, weil das ist... Ich halte Deus Ex einfach nicht für das Spiel, was so eine schnellen Cowboy-Moves unbedingt gutheißen möchte. Ja, dass ich hier oben lang gekrabbelt bin, hat mir aber jetzt eigentlich nicht so viel gebracht. Oder doch? Ich dachte eigentlich, ich kann mit dem Ding hier irgendwie... Warte mal, da war doch was. Ah. Ah, ja. Oh. Ich kann das... Also, ich habe kein Fadenkreuz. Das ist ein bisschen lächerlich. Ich muss das eigentlich mal anschalten. Das war ja... Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe es vorhin angeschaltet, aber irgendwie hat das denn doch vergessen. Weil ohne Fadenkreuz ist mal... Auch wenn man eigentlich so aus dem FF mittlerweile wissen sollte, wo man hinvisiert, ist es doch mal ein bisschen schwierig, da trotzdem noch richtig zu koordinieren, wo man... Zeit doch hinzeigt. Das funktioniert halt einfach nicht so, wenn man sich das vorstellt. Zumindest ich mir das vorstelle. To Upper Hold. Hai Seng Sui. Hm. Ja, sieht doch sehr modern aus, der Kahn. Der war nicht, was nicht Karren, sondern... Kahn! Genau, Kahn nennt man alte Schiff. Oh, warte mal, ich sehe da gerade was. Das sieht so ein bisschen aus wie... ein gewisser Energiekern. Ne, doch nicht. Das ist nur ein... Kranhaken. Schade eigentlich. So, könnte ich das Husarenstück schaffen, da reinzuspringen? Nee, eher nicht so. Na gut, dann halt nicht. Dann krabbeln wir wieder nach oben. Ah, dieses Schiff. Nein! Oh, das will ich eigentlich nicht. Dann nochmal zurück. Aber ich ahne fast, dass wir auch von hier aus nicht mehr zurückkommen, oder? Das war nämlich schon ein zu spät, glaube ich. Ja, von hier gibt es nämlich auch keinen Weg mehr zurück. Ah, ist das bitter. Obwohl eigentlich... Wenn man hier runterfällt... Doch, ah. Wird nämlich wieder hier, klar, gut. Also muss die Stasekapsel doch irgendwo in diesem Bereich liegen, dass das... Das schränkt es ja doch schon mal ein bisschen ein. Was war denn jetzt? Ach, sind wir wieder unten bei dem Loch. Komm ich jetzt wieder raus irgendwie? Oder liegt hier vorne irgendwo eine lustige Stasekapsel rum? Auch nicht. Na. Hm. Der Container hier auch so wegbrechen konnte. Sollte er vielleicht auch mal aufstehen beim Springen, denn ist das ganze Unterfangen noch einfacher. Ich sehe bloß leider gerade ein Problem auf mich zukommen, dass wenn ich jetzt hier wieder hochfahre, diesen dummen Fahrstuhl, war denn der? Fahrstuhl? Dass ich denn gar nicht mehr so richtig zurückkomme. Hier war er. Also,
der Fahrstuhl war natürlich oben, dass ich nicht mehr auf diese Hebebühnen darauf komme. Weil ich denke mal, ich hätte mit der runterfahren müssen und dann diesen durchgerissenen Gang da rein. Dann hätte ich da vielleicht eventuell die Stasi-Kapsel gefunden. Ich mache das jetzt einfach mal und suche das gute Stück nochmal. Aber ich denke mal, das wird erst in der nächsten Folge der Fall sein.